Hinzuverdienstgrenze beim Minijob soll auf 520 Euro angehoben werden. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Das Sondierungspapier der möglichen neuen Ampelkoalitionäre offenbart es, die Hinzuverdienstgrenze beim Minijob soll von aktuell 450 Euro auf 520 Euro angehoben werden. Wörtlich heißt es, bei den Mini- und Midi-Jobs werden wir Verbesserungen vornehmen. Hürden, die eine Aufnahme versicherungspflichtiger Beschäftigung erschweren, wollen wir abbauen. Wir erhöhen die Midi-Job-Grenze auf 1600 Euro. Das ist ganz ordentlich. Künftig orientiert sich die Minijob-Grenze an einer Wochenarbeitszeit von 10 Stunden statt 15 Stunden zu Mindestlohnbedingungen. Sie wird dementsprechend mit Anhebung des Mindestlohns auf 520 Euro erhöht. Im Grundsatz hat sich damit die SPD mit ihrer Kernforderung durchgesetzt, dass der Mindestlohn auf 12 Euro ansteigt und damit letzten Endes auch der Minijob an diese Vorgabe angepasst werden muss. Und die Stundenvorgaben gehen dann von bis maximal 15 Stunden auf 10 Stunden runter. Was ich für eine spannende Frage habe, und die kann ich leider nicht beantworten, vielleicht ergibt sich das ja dann aus dem Koalitionspapier, wie sich diese Regelung bei den gesetzlichen Altersrenten und bei der Rente wegen Erwerbsminderung dann auswirkt, also welche Auswirkungen es hat, wenn ich zum Beispiel statt 450 Euro jetzt 520 Euro Minijob habe, wie sieht das jetzt mit den Stundenzahlen aus und so weiter. Da bin ich mal ganz gespannt, was wir da für Antworten noch bekommen werden. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine starke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.